Hallo, liebe Skorpione, herzlich willkommen zu eurem Ausblick in den August. Schön, dass ihr da seid. Ja, dieses Orakel ist für euch, wenn ihr im Sternzeichen Skorpion geboren wurdet oder euren Aszendenten dort habt oder euer Mondzeichen. Alle weiteren Infos zu diesem Orakel findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox von mir aufgeschrieben, unter anderem welche Karten ich verwende. Bitte beachtet auch, dass das ein allgemeines Orakel ist, ja. Das heißt, die Botschaft kann mit euch in Resonanz gehen, muss es aber nicht. Es kann teilweise zutreffen, kann aber auch ein Volltreffer sein. Wichtig ist, dass ihr in euch hineinspürt, ob die Botschaft etwas mit euch zu tun haben kann oder nicht. Ja, meine derzeitigen Monatsorakel für den August sind, wie man sieht, den Katzen gewidmet. Man sieht es auch schon im Titelbild von den Monatsorakeln. Ich benutze auch gleich das Katzentarot. So, aber jetzt schauen wir mal rein. Für die Skorpione im August. Wie sehen die Tendenzen aus? Über was darf ich sprechen? Was kommt im August für die Skorpione? An der Unterseite haben wir Hiding und man sieht ja ein Kätzchen, das sich versteckt. Also, im Karton. Ich finde es jetzt gerade bemerkenswert oder lustig für mich persönlich, weil ich gerade, bevor ich dieses Video angefangen habe, haben wir die kleine Babykatze gesucht von meiner Mom. Wir haben ein ganz junges Kätzchen, neu im Haus. Und es hat sich versteckt. Okay. Was mir gleich ins Auge sticht, außer dem süßen Kätzchen hier, ist der Marienkäfer. Das ist ein Glückssymbol. Für den August. Also da sitzt eine Portion Glück für die Skorpione auf dem August. Und mit dieser Karte geht es auch darum, dass du dich verwöhnen sollst, ja, dass der Fokus auf dir liegen darf im August. Was sind deine Bedürfnisse? Was brauchst du? Was braucht dein Körper? Was braucht dein Geist? Was die mentale Gesundheit betrifft? Was braucht deine Seele? Was spricht deine Seele? In diesen drei Bereichen, was brauchst du? Verwöhne dich, du darfst dich verwöhnen. Und diese Karte kommt immer ganz speziell da, wenn man aktuell mit Herausforderungen zu tun hat oder was ich verstärkt wahrnehme, ist, dass diese Herausforderungen in die Vergangenheit reichen, ja, Wochen, Monate, je nachdem, wie lange du dich vielleicht in einer herausfordernden Zeit befunden hast. 8 ist auch passend für den August. Wir schauen mal. Verwöhne dich. Was gefällt dir, lieber Skorpion? Was genießt du? Was braucht dein Körper vielleicht auch? Ruhe vielleicht? Vielleicht Aktivität? Je nachdem. Mehr essen, weniger essen, gesünder essen oder vielleicht sich auch mal ein Stückchen Schokolade gönnen. Das hängt von deinem Körper ab und ne, von dir selber ab. Was brauchst du? Die Frage darfst du dir stellen. Du darfst dich im August in den Vordergrund stellen. Vielleicht hast du auch das Bedürfnis, dich mal zu verstecken. Dich zurückzuziehen vor Menschen, die dich beobachten auch. Dass du immer irgendwie im Blickwinkel stehst. Unter Kontrolle stehst oder vielleicht fühlst du dich auch immer bewertet vom Außen. Ja, wir schauen in die Tarotkarten rein. Verwöhnen ist immer gut, ne? Auf sich achten ist immer gut. Manchmal vernachlässigt man das.
sechs des Feuers. Das sind die sechs Stäbe im klassischen Tarot. Oh. Vier der Kelche. Das bist du, die Katze. Und immer hast du irgendwelche Beobachter. Du hast immer Aufmerksamkeit. Egal, ob du das willst oder nicht. Ja, hier, das ist auch eine Karte, die für Aufmerksamkeit steht. Quasi die Katze, die da liegt, bist du und alle anderen schenken dir ihre Aufmerksamkeit. Egal, ob du das möchtest oder nicht. Okay. Und der Tod. Das ist gut. Das ist Skorpion-Energie. Und das ist eine Karte, die den Skorpion direkt repräsentiert. Im Tarot. Ja, was ich hier wahrnehme, ganz deutlich ist, dass du die Aufmerksamkeit irgendwie leid bist. Ja. Es kann auch sein, dass du dich ein bisschen gemein fühlst. Ja, dass du dir selber Vorwürfe machst oder so. Mensch, warum denke ich jetzt so? Ich will ja gar nicht so fies sein. Alle anderen meinen es ja vielleicht auch gar nicht böse. Aber ich bin einfach gerade mal so die Aufmerksamkeit ein bisschen. Habe ich keinen Bock drauf. Im August mag ich mich zurückziehen. Ich mag einmal nicht beobachtet werden. Ich mag einmal nicht beurteilt werden. Ich mag einmal nicht kontrolliert werden. Ich will einfach mal mich zurückziehen. So. Ja, und das liegt daran, der Skorpion will mit sich alleine sein. Er will sich nur um sich kümmern, sich verwöhnen, sich auf sich fokussieren. Weil der Skorpion sich wieder mal in einer Transformationsphase befindet. In einer Phase, wo er die alte Haut abstreift. Ja. Und dabei will er alleine sein. Das ist das, was ich wahrnehme. Egal, ob die Aufmerksamkeit quasi guter Natur ist, wohlwollender Natur oder nicht. Das spielt hier keine Rolle. Ja? Oder ob du dich irgendwie kritisiert fühlst oder beurteilt, verurteilt, kontrolliert fühlst. Darum geht es hier nicht. Ich nehme hier dieses Thema wahr. Aufmerksamkeit allgemein. Du möchtest alleine sein. Nicht sprechen auch. Du möchtest dich vielleicht auch nicht erklären. Hier kommt eine ziemlich eine Stille durch. Ne? Deswegen soll ich auch gar nicht viel reden. Weil es ist wie im August könnte dir vieles zu viel werden. Also Dinge, mit denen du in den vorigen Monaten oder sonst eigentlich klarkommst und umgehen kannst und möchtest. Im August ist es so, nee. Mag nicht, keine Lust. Ich habe einfach keine Lust. So, ich mag einfach nicht. Ja, und du wirst dir über gewisse Dinge klar. Du bist auf dem Weg zu dir selber. Und dazu ist es ja erforderlich, dass du dich von Einflüssen um dich rum von außen quasi distanzierst. Weiß ich nicht. In Baden-Württemberg ist August ein Sommerferienmonat. Natürlich kommt nicht jeder aus Baden-Württemberg, ne? Aber ja, wenn man zum Beispiel Kinder hat oder so, das ist ein Ferienmonat, dass man die Ferien nutzt. Ich weiß, es ist sehr speziell, aber hier kommt halt so diese Energie von Rückzug und Auszeit durch. Man ist müde. Der Skorpion ist müde. Vielleicht auch hier und da in gewisser Weise auch in gewisse Lebensthemen betreffend. Ja, die Energie ist eigentlich müde. Ich kann auch hoffnungslos sagen, wobei
die Hoffnung kann später wieder entfachen, ja, aber es ist gerade so. Ja, müde. Hab ich schon, will ich nicht nochmal. Kenne ich alles schon. Was soll sich denn hier irgendwie ändern? Oder vielleicht hast du auch Menschen um dich rum, die dir helfen wollen, ja? Die dich sehen, dass du dich zurückziehst und die wollen dir helfen, aber es ist so. Nee. Mag nicht gerade. Mag nicht. Wir schauen mal weiter. Ja, du setzt dich genau mit deinem Innenleben auseinander. Emotionen betreffend Gefühle, die Psyche, die Seele, die Anziehungskraft, Unterbewusstsein, Ängste. Du tauchst in deinen eigenen tiefen Ozean ab im August. Und das ist nötig. Also das empfindest du als, das muss jetzt so sein. Alles im Außen, auch alles, was oberflächlich ist oder was das Außen betrifft, was die materielle Welt betrifft. Klar, was getan werden muss, das tust du. Aber ich sehe dich jetzt hier nicht verantwortungslos. Aber wenn es dir möglich ist, dann lass mich einfach alle abtauchen. So ist diese Energie, lass mich einfach alle abtauchen. Ich mag gerade nicht. Ich will gerade nicht. Ja, das sind diese weltlichen, oberflächlichen Themen hier. Wohlstand, Reichtum, Handel, Aufstieg, bliblablubber, High Society, Wiedererkennungswert, dein Ruf, ja, Markennamen, Geschäftliches, Berufliches und so weiter und so fort. Bla, 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 bla. Vor allen Dingen dein Ruf im Außen. Das ist so, lass mich gerade, was kratzt mich mein Ruf? Ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, heißt es doch so ungefähr. Da gibt es auch, ich meine, ein Lied von, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Joan Jett heißt die Sängerin. Meine ich. Die da übersetzt singt, ich scheiße auf meinen Ruf. Ja, ich kacke darauf, wie ich vor Menschen dastehe. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Ja. Die Freiheit nimmt das Skorpion sich hier. Ja, hier kommt mir halt, das heißt nicht, dass du ein Greis sein musst oder eine Greisin. Das Geschlecht ist in neutralen Orakeln als unabhängig oder neutral zu sehen. Hier kommt so diese reife Energie durch, im Sinne von, du hast viel durch im Leben. Ja, besonnen kann man es auch nennen, sachlich, ruhig, weiß und nüchtern. Du wurdest in gewissem Sinne ernüchtert in letzter Zeit im Leben. Ernüchtert. Da. Auch dieses Gefühl vom Außen, durchs Außen unfrei zu sein, allein auch schon durch das System oder durch das irdische Leben, so wie es eben ist, durch das System, durch die Gesellschaft, alles, was einem aufgezwungen wird, was einem vordiktiert wird, dass man sich da irgendwie unfrei sowieso fühlt. Das ist so, man hat keinen Bock da drauf. Das ist so, manchmal geht man durch Phasen, man will was verändern, man steht zu sich selber, man trägt das in die Welt raus, man ist stark. Und jetzt ist da so eine Phase von, ich bin immer noch ich selber, aber LMAA. LMAA. Hier Unterdrückung von Meinungen. Du fühlst dich unterdrückt, du fühlst dich eingeschränkt, eingeengt. Ja, festgefahrene Glaubenssätze durch diese Menschen hier, durch dein Umfeld, Menschen allgemein im Außen.
Gewissenskonflikte nehme ich hier keine wahr, weil ich nehme das wirklich so wahr, du bist ziemlich sehr bei dir selber, du weißt ganz genau, was du tust. Du bist ein Mensch, der sich sehr viel Gedanken macht. Traditionen, ja, magst du Traditionen? Magst du sie nicht? Magst du Traditionen? Richtlinien. Richtlinien, ja, Richtlinien können gut sein. Stell dir mal vor, wir hätten im Straßenverkehr keine Richtlinien und Regeln, dann würde alles drunter und drüber gehen. Das geht es ja so manchmal schon, obwohl wir Verkehrsregeln haben. Ja, Richtlinien sind nicht immer komplett falsch, aber so, man kann es auch zu starr nehmen, zu ernst nehmen. Ja, also es können auch Richtlinien können einen auch einengen, je nachdem, was es ist. Und der Skorpion guckt da ganz genau hin, ja. Menschen, die unfehlbar sind in unserem Umfeld. Ja, wir spirituellen Menschen, wir versuchen immer an uns zu arbeiten und die beste Version aus uns selber machen. Aber was ist denn mit dem Umfeld? Nicht jeder arbeitet oder ist bereit, an sich selber zu arbeiten. Das macht es echt nicht einfach. Ja, Menschen mit starrer Anschauungsweise und vielleicht hast du speziell ein Thema mit Religionen. Du bist müde von der Welt. Ja, das heißt nicht, dass du das Leben nicht liebst. Das heißt nicht, dass du dich selber und dein Leben nicht liebst. Nein, im Gegenteil. Du liebst das Leben, du liebst deine Existenz, alles, was ist so. Aber es ist nun mal so, dass diese Welt, wie soll ich es beschreiben? Eingeengt, eingezwängt ist durch das System. Durch gesellschaftliche Normen, die irgendjemand festgelegt hat, um die Menschheit zu versklaven. Das kannst du nur so sehen, wenn du dich mit dem Zeug auseinandergesetzt hast, wenn du ein gewisses Bewusstsein dafür hast. Wenn du das Bewusstsein nicht dafür hast, dann denkst du, du bist frei hier. Wo denn? Wo gibt es denn hier Probleme? Wo? Ist doch alles Licht und Liebe? Ja, auf der Welt? In der 3D-Ebene? Nein. Ganz klar. Und umso wichtiger ist es, dass du dich selber verwöhnst, ja. Dass du gut auf dich aufpasst. Und kann auch sein, dass du eben leidest und alle anderen Menschen fragen sich hier, diese anderen Kätzchen, die fragen sich, ja, was ist denn mit dir los? Was hast du denn für ein Problem? Dein Leben ist doch gut, ist doch alles tralala. Was hast du denn nur? Die haben ein anderes Bewusstsein wie du. Ja. Es ist nun mal so, wenn du in eine göttliche Richtung gehst oder wenn du, ja, wenn du dich am göttlichen, friedvollen, lichtvollen, wenn du dich an der Liebe orientierst, dann hast du es nicht einfach in diesem System. Ja, und damit muss man erstmal klarkommen. Das existiert nun mal hier in dieser Matrix, in dieser 3D-Ebene, in der gewöhnlichen Welt, wie es die meisten Menschen für normal empfinden. Was ich hier wahrnehme ist, mit dem Kind, du klar, man kann sagen, ein Ende bringt immer einen Neubeginn mit sich, bla bla bla. Aber was ich hier wahrnehme ist, Wachstum, nicht du entwickelst dich, du wirst erwachsen oder du entwickelst dich vom Kind zum Erwachsenen. Sondern es ist so, du gehst dahin zurück in das kindliche Stadium, aber nicht in dem Sinne, dass du unreif bist. In dem Sinne, dass du gewisse Konditionierungen ablegst oder wie du erzogen worden bist, was die Welt dir beigebracht hat, was die Gesellschaft dir beigebracht hat, das System, dass du dahingehend gewisse Dinge ablegst, die nichts mit dem Göttlichen zu tun haben, die nichts mit deiner wahren Essenz zu tun haben. Und ja, dann fühlt es sich so an wie, okay, jetzt stehe ich ganz am Anfang hier. Und wo führt mich das hin? In dieser 3D-Ebene,
Es ist schwer. Versuchst damit umzugehen, das ist das, was ich ja wahrnehme. Und klar, wenn du das Bewusstsein dafür hast und alle um dich herum haben kein Bewusstsein dafür, dann ist es ja nur logisch, dass du dich zurückziehen möchtest. Alle glotzen, aber keiner versteht dich, ja. Nee, ich hätte gern nur eine. Für den Tod, danke. Genau. Das ist, dir wird der Schlüssel gereicht quasi durch diese Transformation. Sicherheit, Bejahung, Erfolgsversprechen, Lösungen, Offenbarung. Du hast natürlich Offenbarungen. Natürlich, du schaust da voll hin auf deine Themen. Und das bewirkt ja die Transformation. Du gehst in eine göttliche Richtung, aber das macht halt das Leben auf dieser Welt oder in dieser 3D-Welt, in der Matrix. Wenn du da voll eingebunden bist, und das sind die meisten einfach. Wenn du da voll eingebunden bist, macht es dein Leben nicht immer unbedingt einfacher, ja. Es ist schwer, manchmal damit klarzukommen. Weil, klar, du kannst, weiß ich nicht, dich dazu entschließen, in der Hütte im Wald zu leben oder auf eine einsame Insel zu ziehen, wo keine anderen Menschen sind. Aber selbst auf den Inseln, überall ist der Einfluss vom System, von der Matrix, von der Welt, von der Gesellschaft. Es ist eigentlich überall. Hier. Und dem Bewusstsein ist ganz wichtig hier. Aber das ist halt so, wie kommt man damit klar? Hier in der 3D-Ebene. Das ist ja wie mit dem Film Matrix, ne? Welche Pille willst du schlucken? Und wenn du die richtige schluckst, dann siehst du die Wahrheit. Und die ist ungemütlich. Und ich sage jetzt richtig in dem Sinne von, weil der Skorpion hier hingucken möchte. Aufs Unangenehme. Du kannst dich natürlich auch, Menschen können sich natürlich auch entscheiden, diese andere Pille der Illusion zu schlucken und weiterhin in dieser Illusionsblubberblase zu sein. Dann ist das ihr Weg. Ja, dann mag es vielleicht für sie richtig sein, das kann man dann nicht beurteilen, aber ich gehe jetzt hier von dir aus, wenn du hier mit in Resonanz gehst, ja. Welchen Impuls darf ich hier noch weitergeben für die Skorpione? Erfolgreich sein. Ja, darum geht es ja im Leben immer wieder. Ne? Manifestieren, manifestieren, manifestieren. Erfolgreich sein, Geld verdienen, dies, das und jenes, bla 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 bla. Ja, ja. Es kommt immer alles auf die Perspektive an hier. Wohlstand, Reichtum. Vielleicht bist du auch erfolgreich. Aber es kratzt dich im Grunde nicht, weil deine Werte irgendwo anders liegen. Weil du dich an deine göttliche Heimat erinnerst. Und deine göttlichen Heimat, was juckt denn da Geld, was juckt da ein großes Haus, was juckt da den weltlichen Ruf, was juckt da dein Business, das du dir vielleicht aufgebaut hast. Das ist alles wie ein Zahnrädchen im System. Ja, folge dem, was dich glücklich macht, ja natürlich. Was dein Herz zum Strahlen bringt, ja natürlich. Du wirst erfolgreich sein, erfolgreich, du folgst deinem Herzen. Aber irgendwie ist man müde davon. Von diesem weltlichen Erfolg. Dein Herzmoment. Erlaube deinem Herzen jetzt heil zu werden und lasse alte Verletzungen los. Die Zeit ist reif, dich deinem ganz eigenen Herzmoment zu öffnen. Reine, grenzenlose, übersprudelnde Liebe durchflutet dich in diesem Moment. Ah.
Eine noch, Dankeschön. Ja, Zeit für dich. Das hatten die Wagen auch. Das ist, die Wagen hatten auch einen Hinweis darauf, dass sie sich verwöhnen dürfen. Genauso wie du, lieber Skorpion. Zeit für dich, entspanne dich. Nimm dir Zeit für dich, gönne dir eine Auszeit. Siehst du, da wirst du bestätigt. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Wenn du mal keinen Bock hast, wenn du müde bist, wenn du dich zurückziehen möchtest, ja. Widme dich deinen Lieblingsbeschäftigungen und schenke dir selbst Lebensfreude. Ja, lieber Skorpion, ich drücke dich ganz fest. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, sehen wir uns gern beim nächsten Orakel wieder. Ich würde mich freuen. Mach's gut. Bye, bye.